Hey, ich bin's wieder mit einem prophetischen Wort. Der Herr sagt dir heute, jetzt flieg. Oft erwarten wir, wenn wir auf Gottes Versprechen warten, erwarten wir, dass es ab einem bestimmten Tag plötzlich alle Probleme wegfallen und alles sich verwandelt wie in einem Traum. Der Herr kann es alles tun, aber der Herr möchte, dass wir auch verstehen, warum wir das alles durchgegangen sind. Weil dann wäre alles, was wir bisher durchgemacht haben, nicht mit so viel Sinn. Weil das, wo du durch musstest, das, wo dein größter Schmerz war, das möchte der Herr auch benutzen. Später, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ich bin in dieser Situation, es gibt keinen Ausweg, dass du nicht sagst, ich weiß es selber nicht, ich sehe da auch keinen Ausweg, sondern dass du sagst, ich kenne diese Situation, ich kann damit umgehen und ich zeige dir wie. Ich weiß, wie man in so einer Situation den Feind bekämpft. Ich weiß, worin sich der Feind in dieser Situation versteckt. Ich weiß, damit umzugehen, weil mich der Gott Allmächtige antrainiert hat, genau an diesen Punkten, wo ich den Menschen jetzt helfen kann. Man spricht anders, wenn man den Schmerz selbst durchgegangen ist und das erlebt hat. Wie möchtest du Menschen helfen, wenn du es selbst nicht durchgegangen bist? Und der Herr sagt heute, jetzt flieg. Das bedeutet nicht, dass wir keine Hindernisse mehr haben, keine Trigger, keine Punkte, wo uns der Feind mehr angreifen kann. Das bedeutet einfach nur, dass wir nicht mehr so angreifbar sind, als wie früher, als wie vor ein paar Monaten, als wie vor ein paar Jahren. Das ist ein starker Krieger, nicht der, der keine Kämpfe mehr hat und keine Hindernisse mehr hat, sondern der, der weiß, damit umzugehen. Und er sagt, das ist gar nichts. Ich weiß genau, was jetzt mir entgegenkommt, aber ich weiß es in einem Augenblick aus dem Weg zu räumen, weil ich weiß, wer mein Gott ist und ich weiß, wie viel Macht meine Worte haben. Und wenn ich etwas ausspreche, dann passiert es auch. Und Gott möchte auch sagen, dass du jetzt fliegen sollst. Flieg über den Problemen, steig höher über diese emotionale Verwirrung, über dieses emotionale Trigger und über diese Punkte, wo dich der Feind erneut angreifen möchte. Ein Adler ist stark, wenn er aufsteigt. Wir müssen aufsteigen, jetzt fliegen, wir müssen fliegen, wir müssen eine andere Übersicht haben über die Probleme, über die Dinge. Wir müssen aufsteigen und manchmal kommen Menschen und sagen, hilf mir mit einem Problem und du denkst, ja, ich habe eigentlich ein viel größeres Problem, aber ich helfe dir gerne, weil ich genau weiß, wie es sich diese Situation anfühlt und ich genau weiß, wer zu mir steht und was für einen Gott ich hinter mir habe, vor mir und neben mir. Man sagt, ich habe eine starke Person hinter mir, aber Gott sagt, ich bin um dich. Deswegen kannst du fliegen. Der Herr ist um dich. Der Herr ist nicht nur hinter deinem Rücken, er hält nicht nur deinen Rücken frei, er geht auch vor dir hin. Er ist auch neben dir. Er ist um dich. Du bist umgeben von Gott Allmächtigen. Deswegen bist du mit seiner Kraft, mit der Herrlichkeit. Wenn wir einmal in Gottes Herrlichkeit greifen, dann wissen wir auch damit umzugehen und es uns zu holen und zu proklamieren und zu sagen, wo der Sturm aufhören soll und wo der Feind aus dem Weg gehen soll und wo der Feind mit den Dingen, die er uns zuwirft, dass er keinen Erfolg hat. Wir wissen damit dann umzugehen. Dafür ist dieser Prozess da. Dafür sind die Dinge und deswegen wiederholen sich immer wieder dieselben Kämpfe, dieselben Trigger, damit du immer besser lernst, damit umzugehen. Vor ein paar Wochen warst du vielleicht noch voller Trauer und du hast geweint und du konntest dich nicht mehr emotional wieder fassen. Aber jetzt, wo du dieselbe Situation dir entgegenkommt, du sagst, ah, ich weiß schon, was das ist. Ah, ich weiß schon, damit umzugehen. Ah, ich weiß schon, was man in so einer Situation macht. Ah, ich weiß schon, dass der Feind mich da nur einschüchtern möchte. Das ist gar nichts. Je unmöglicher die Situation, desto möglicher ist unser Gott. Je unmöglicher die Situation, desto mehr ist Platz für Wunder. Je unmöglicher die Situation, desto mehr kann Gott eingreifen. Gott liebt das, wenn wir Menschen uns denken, es ist unmöglich, weil er uns dann zeigen möchte, dass es möglich ist.
Der Herr sagt, jetzt flieg, breite deine Flügel aus und flieg über die Probleme. Flieg über das, was dir entgegenkommt. Flieg über das, was dich triggern möchte. Flieg über das, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Flieg darüber hinaus. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.